Ja, eine adepte Truhe. Knick, knack, Dietrich ab. Na, fast. Jetzt aber klick. Knack hat's gemacht statt Klick. Mist, ey. Jetzt aber. Ach komm, der ist nur Adept. So viel kann hier gar nicht passieren. Geht doch. Wow, für 38 Gold das Ganze. Ich bin begeistert, Sir. Ist dieser verdammte Ghulum-Ei gerannt oder was? Und bei all den Scherereien soll ich ihn dennoch am Leben lassen. Wir warten, bis er da wieder weg ist und dann schalten wir den da vorne aus. Okay? Inigo rennt los in 3, 2, 1. Ich bin ein Zauberer, ich kann auf einmal hinter dir auftauchen und dir die Kehle durchschneiden. Leg dich nie wieder mit mir an. Sollte mich wundern, wenn du das tust. Hat denn keiner von euch was Brauchbares dabei? Okay, die kenne ich noch nicht. Also doch, kenne ich, aber die habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Mir aber egal. Ist da jemand? Sie rennt dezent in die falsche Richtung. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ist da jemand? Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Sondern? Ich wollte Mercer alles erzählen, wirklich. Bitte, er wird mich töten lassen. Sprech, danach werde ich entscheiden. In Ordnung, in Ordnung. Carlia. Ihr Name ist Carlia. Ihr sagt den Namen, als müsste ich ihn kennen. Mercer hat euch nie von ihr erzählt? Wann denn? Carlia ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie es auf Mercer abgesehen. Ah. Und ihr helft ihr? Helfen? Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Wo ist Carlia jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur, zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut Goldenglanz als Beweis. Sagt Mercer, dass ich für ihn lebend mehr wert bin als tot. Lasst die Finger davon. Was wollt ihr denn noch wissen? Warum hat Carlia Gut Goldenlands gekauft? Genau diese Frage habe ich ihr auch gestellt, aber sie wollte sie mir nicht beantworten. Ich dachte, du stellst keine Frage. Aber jetzt, da ich weiß, wer sie ist, würde ich vermuten, dass sie die Diebesgilde da treffen will, wo es weh tut. Hm. Wie könnte das die Gilde treffen? Maven Schwarzdorn braucht Goldenglanzhonig für ihren Met. Sie benutzt die Gilde, um das Gut unter ihrer Fuchtel zu halten. Wenn der Eigentümer die Gilde aus dem Spiel nimmt, nimmt er Maven aus dem Spiel. Und das kann sie sich nicht leisten. Wenn ich Maven wäre, würde ich die Gilde beschuldigen, dass sie an Stärke verloren hat und nicht mehr fähig ist, die Lage unter Kontrolle zu halten.
und dadurch verliert Maven ihr Vertrauen in uns. Zum Glück habe ich sie selber schon sabotiert. Haargenau. Damit die Gilde überleben kann, braucht sie Mavens Unterstützung. Diese Karlai muss eine Menge Zeit und Mittel aufgewendet haben, um das zu planen. Wenn du mich fragst, Gulumai, sollten wir uns Maven entledigen und die Gilde eigens wieder aufbauen. Ich behalte die Besitzurkunde, irgendwelche Einwände. Betrachtet es als Geschenk, danke, als Tausch gegen euer Schweigen. Das Ding scheint mir ohnehin nur Ärger zu bringen. Gut. Carlia wollte sie nicht einmal. Sie wollte den Verkauf geheim halten. Sieht man ja, wie gut das gelaufen ist. Richtig gut. Naja, ich verrate nichts über eure Gaunereien, aber ihr schuldet mir was. Jetzt sprecht ihr meine Sprache. Ich sage euch was. Wenn ihr gestohlene Waren loswerden möchtet, bezahle ich euch gutes Geld dafür. Danke. Betrachtet mich als euren neuen Freund im Norden. Na, ich wusste doch, wir sind jetzt beste Kumpels, okay? Ihr denkt doch daran, Mersa zu erzählen, dass ich kooperiert habe, nicht wahr? Natürlich. Natürlich. Wer bist du? Viele von denen fallen. Sehr schön. Eine Menge Gold, eine Menge Lachsbraten. Ja, es hat sich gelohnt, dich umzubringen. Eine Expertentruhe. Was da wohl drin ist? Was da wohl drin ist? Puh! Naja, Schloss knacken, ein bisschen leveln, kein Ding. Ein bisschen tiefer. Schloss knacken ist immer, glaube ich, das Spannendste als Zuschauer. Weil man so überhaupt kein Feedback hat. Okay, zwei. Neue Stufe. Was wollt ihr denn noch wissen? Was wollt ihr denn noch wissen? Nichts, nichts, ich guck mich nur mal um, weil du hast hier so viel interessantes Zeug. Knack. Der Domkanal hier knackt sich mit den Dieterichen durch. Mist. Ah, noch ein Stückchen. Zu viel. Ah, wir sind auf dem richtigen Wege. Es muss ein bisschen tiefer, ein bisschen höher hier so in etwa. Vielleicht noch ein Stück tiefer. Nope. Ich schätze mal genau dazwischen. Nein, höher. Blöde, ich habe nicht wirklich so einen Überblick gerade, wie viel Spielraum mir Experte lässt. Genauso viel Spielraum. 5 Gold! Impressive. Finde ich auch. So, die größte Truhe mit dem besten Zeug steht natürlich einfach so rum, weil warum nicht? Cool. Haben wir noch mehr? Ah, da oben noch eine Expertentruhe. Nee, die ist nur normal. 5 Gold. Ist das da ein Beutel? Nee, es ist Markarter Wachschild, Einsamkeit Wachschild. Was für alles Bunkers, Gulumai. Wir werden wirklich beste Freunde. Holzteller, Hocker-Eintopf, meins. Ich darf mich doch bedienen, oder? War doch klar. Was? Ich setze dich unter Druck? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Das ist ja alles total freiwillig. Machst du das doch, oder? Was wollt ihr denn noch wissen? Nichts, nichts, nichts. Ich nehme nur ein bisschen Zeug mit. Was wollt ihr denn noch wissen? Weißt du, weil Hawker-Zähne sind jetzt nicht unbedingt häufig zu finden. Ich habe gehört, einige Damen in Weißlauf haben da ein sehr, sehr großes Bedürfnis an den Dingern. Die haben geradezu, naja, eine Geschäftslücke entdeckt. Ort K1. Katan 2, aber ich kann noch mal die Tierknochen ablegen, weil die brauche ich nicht. Hier, guck mal, die stopfe ich wieder in den Kadaver rein.
Tierknochen, ey. Du are dead. Indigo, du kannst aus dem Tümpel rauskommen. Wo ist Svina? Na, ihr werdet euch schon irgendwie anfinden, ne? So, wo geht's denn hier lang? Haarfinger. Kommt mir so bekannt vor. Wollte ich da hin? Ich glaube nicht. Komme ich da raus? Natürlich komme ich da raus. Salzwassergrotte entdeckt. Hier schneit's. Na los, Leute, wieder zurück. Mir ist fast so, als wären wir hier irgendwann schon mal gewesen. Genau wegen diesem blöden Leuchtturm da. Das muss Folge 100 gewesen sein, oder? War das Folge 100? Ich glaube, es war Folge 100, wo wir da auf dem Schiff waren. Oder kurz davor oder kurz danach. Irgendwie so im Dreh waren wir hier. Krass, wenn man überdenkt, was in der Zeit passiert ist. Nicht wirklich irgendwas, glaube ich, oder? Ja doch, ich glaube, Folge 200 bis 300 haben wir überwiegend versucht, mal so ein paar Aufgaben abzuschließen, die wir vorher ohne Ende eingesammelt haben. Und jetzt verfolge ich gerade offensichtlich mal ein bisschen die Diebesgilde. Gibt Schlimmeres. So, ich werde jetzt über Weißlauf nach Rifton zurückkehren. Und vorher in Weißlauf die halbe Familie ablagern, die ich hier gefunden habe. Wenn mir ganz langweilig ist, werde ich mal bis zum nächsten Mal versuchen rauszufinden, wie ich dafür sorgen kann, dass Maisha wieder mal ein paar Klamotten anhat. Das kann so nicht weitergehen. Wo ist denn der Aufgang? Der muss doch hier irgendwo sein. Sag ich doch. Weißt du, es gibt ein riesengroßes Haupttor für Einsamkeit. Und da gibt es diesen kleinen pissigen Nebengang, den keiner bemerkt. Um den sich kein Schwein schert. Der ist einfach da. Keine Wachen, kein gar nichts. Führt direkt in die Stadt. Kein Wunder, dass dann dort Vampire auftauchen. Stehen noch nicht mal Wachen vor dem Tor. Guten Tag. Guten Tag, die Dame. Ich wünsche weitere schöne Tage. Habe zu tun. Geschäftiges Treiben, wie man vielleicht hört. Alle murmeln durcheinander. Also, wer darf denn hier weiter wohnen bleiben? Du darfst hier bleiben. Möge euer nächster Kampf... Ja, bitte. Du kommst mit. Dann geht voran. Meinen Stahl haben. Ja. Schattensense... Wir ziehen das gemeinsam durch, ja? Ja, ja. Arlen, wir beide sind... Mitkommen. Such dir selber aus, was du sein willst. Mhm. Ach ja, ich wollte sagen, folge mir. Und was braucht... Vergeuden wir keine Zeit. Hab ich also aus Versehen Sexy Moves aktiviert. Lucky! Was denn jetzt? Ab in die Heimat. Dann geht voran. Meinen Stahl habt ihr. Katharos Murray. Ja? Mitkommen. Vergeuden wir keine Zeit. Grannis. Geht voran. Ja? Kisombat, ihr schaut grimmig drein. Was benötigt ihr? Führe uns zu unserer nächsten Aufgabe. Okay, waren das alle? Hm? Roshan. Bin immer noch da. Du bleibst mal hier und passt auf Maisha auf, okay? Geht vor. Ich bin hinter euch. Guten Tag, Freund. Du kommst Geht mit. Voraus. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Okay, du darfst auch hier bleiben. So. Dann auf nach Weißlauf. Die ganzen Deppen abladen und weiter nach Dings, Rifton. Gulum Eye ein bisschen rehabilitieren.
und uns anhören, wohin die Reise wohl als nächstes führen würde. Wo wir die Frau wohl finden werden? Ich hoffe, es folgen mir jetzt auch wirklich alle, nicht nur die Hälfte davon. Wahrscheinlich wird mir nur die Hälfte folgen, aber ich werde sie dann sehen, wenn ich unterwegs bin. Was wichtig wäre... Ist Inigo dabei? Yep, Svina ist auch dabei. Sehr schön. Zumindest ihr seid dabei. Wenn ihr dabei seid, ist der Rest eigentlich erstmal egal. Wirtswein, der Geschmack von Heim und Herd. Waffen und Rüstungen. Ich habe vor kurzem einen Talmor gesehen. Er war wirklich furchterregend. Zieh dir was an, junge Dame. Bis bald, Papa. Das ist ein Netter. Ah, Vater sein ist so stressig. Ich meine, wie willst du sie dazu zwingen, Kleidung anzuziehen? Willst du irgendwie, weiß nicht, ihr die Gewalt voll anziehen? Geht ja nicht. Andersrum ist einfacher, weil da musst du die Kleidung nur kaputt machen. Du kannst jetzt aber schlecht ihren Körper tackern, dass das spätestens beim Baden gibt das Probleme. Hä? Da unten ist der Wagen. Ich dachte schon, hier jetzt Probleme und so. Mal so nebenbei ins Fertigkeitenmenü. Einhändig ist endlich auf 90. Das heißt, ich kann das machen, was ich hier machen wollte. Auch wenn ich keine Ahnung mehr habe, was das war. Knochenbrecher war es nicht. Gemetzel war es auch nicht. Der Schlag, aha, kritischer Angriff. Das da fordert 100. Hä? Ich habe das nur vorhin so nebenbei mal gesehen. 50%, das ist 2 von 2, hier unten ist 5 von 5. Ah, warte. Was ist das? Nein. Genau, was haben wir denn hier? Klingenspezialist. 20% Chance, größeren Schaden anzurichten. Okay. Haben wir das? Soll ich euch mitnehmen? Jupp. Wohin soll's gehen? Bitte einmal nach Weißlauf. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Wieso wieder? Du tust so, als wäre ich gerade erst von deinem Wagen abgestiegen. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Ja, mach mal keinen Stress hier. Dann sehen wir beim nächsten Mal wen anders. Da kenne ich nix. Abfahren. Level 33 bin ich erst. Naja, so alle 10 Folgen mal ein Level quasi. Das Schlimme ist, das wird jetzt nicht schneller sein, das Aufleveln, weil dazu müsste ich andere Perks mir antun. Schwere Rüstung, Zauberei, so eine Sachen, die ich halt noch nie gemacht habe. Dann könnten wir einigermaßen schnell in Levels wieder aufsteigen, in den Leveln, aber... Das alles nur um des Aufsteigens willen zu machen, nee. Aber wir haben ja immer noch komplett Winterfeste vor uns, ne? Da war ich ja bis heute noch nicht. Das heißt, wenn wir dann erstmal anfangen zu zaubern, dann juhu! Zaubern! Mein Ausdauerbalken reicht doch immer nicht aus, um hier einmal hochzurennen. Und wieso ist mir schon wieder kalt? Mi. Ich sollte mich nicht beschweren, solange kein Drache auf mir landet. Aber wenn ich mich nicht beschwere, passiert gar nichts im Let's Play. Während wir hin und her rennen und Leute umverfrachten. Umhausieren.